Hallo Leute, Station Nummer 3 in der zweiten Saison. Herzlich willkommen aus Shanghai in China mit dem nächsten Rennen. Nach dem sehr bezeugten Wochenende in Bahrain soll das heute in China natürlich genauso weitergehen. Weil dieses Wochenende so rum. Schauen wir mal, wie es läuft. Kann man nicht wieder die Quali verpennen. Abwarten. Mal schauen, wie es heute weitergeht. Oder wie es jetzt dieses Rennwochenende weitergeht. So. Gut. Wettervorhersage. Qualifying und Rennen trocken, das ist erstmal das Wichtigste. Alles andere lässt sich natürlich so. Warte mal, Wochenendaufteilung von D-Baum. Was hältst du hiervon? Jetzt geht's wieder. Moment, ich muss noch kurz den Controller umlegen. So, jetzt. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. So, entwickeln wir mal ein bisschen auf vom Antrieb mehr. Upsi. Okay. Gehen wir rein, mal das erste freie Training. An diesem Freitag lag lange Zeit für Formel 1. Hat es gut zwei Wochen nicht gespielt. Zumindest was die Karriere betrifft. Dieses Wochenende sind wir in Shanghai für den Grand Prix von China. Los geht's heute mit dem Training. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Genau so ist es. So, wir gucken mal uns das Wetter an, wie das überhaupt aber das jetzt am Freitag sein wird. Training 2, alles trocken, sehr geil. Komplette Rennwochenende trocken. Machen wir doch sofort weiter gleich. Geht sofort weiter. So. Genau, ich muss noch gerade kurz was gucken in den Fahrhilfen. Okay, passt perfekt soweit. Wie ich das gerne hatte. So. Okay. Gehen wir raus, ne?
Ich muss mal was runterstellen wieder, das kann auch nicht. Warte mal, Feedback. So, stellen wir es um. So, schauen wir mal, wie gut wir jetzt dieses Wochenende hier durchkommen. Samstag übrigens gibt es kein Rennen, erst nächste Woche wieder. Sonntag dafür ja. Und dann müssen wir mal gucken, wie die kommenden Wochen aussehen. Besser Giovinazzi. McLaren. So, hoffen wir mal, dass wir hier in China wieder ein gutes, erfolgreiches Rennwochenende fahren, wie das in Bahrain letzte Woche. Aber wird schwer, wird's auf jeden Fall. Gucken, wie die Zwischenzeiten aussehen. 1,6 Sekunden vor dem McLaren schon in Sektor 2. Und das wird eine Zeit werden, die wir zu knacken haben. Max Verstappen und Red Bull wird auf jeden Fall eine andere Ausnummer werden. Aber die packen wir diese 36-1. Mal gucken. Bisschen verbessern müssen wir uns noch. Ah, viel verloren. Vielleicht eine Querstellung hat diese Zeit wieder Zeit gekostet. So. Noch ein bisschen Zeit. Forscht mal mit in Sektor 1. Und auch in Sektor 2 die Zeit nochmal ausgebaut.
So, jetzt müssen wir sie durch die Haare natürlich die letzte Kurve mitnehmen. Die Haarnadel haben wir sie mitgenommen. Muss wieder auf jeden Fall eine neue Bestzeit werden. 36,0. Jetzt haben wir über eine Sekunde schon liegen lassen. Also Schneckenkurve. Ja, wird hier die letzte Runde werden. Also im ersten freien Training. Deshalb wird das definitiv nicht werden. Und nur so nebenbei, letzte Woche Sonntagsrennen ist ausgefallen, wegen wieder mal PSN-Probleme. Schon das zweite Rennen diese Saison. Was davon betroffen ist. Ein Rennen konnten wir fahren, das Rennen hier jetzt nicht. Ja, schade eigentlich, aber nicht änderbar. So, eine Sekunde, gut Vorsprung. Zeit, noch so, erste Training erfolgreich überstanden. Richter, Verstappen und Sergio Perez. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, oh, das haben wir dann auch. So. So. Gut. Training 2. Dann. Oh, ich habe gar kein Setup drin, ne? Und auch die vierte Mischung habe ich gar nicht drin. Fällt mir so gerade ein. Das war jetzt tatsächlich mit dem Standard-Setup alles gefahren. Upsi. So, laden. China. So, probieren wir es nochmal. Okay, we'll alter the setup of the car. Mhm.
So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Zwischenzeiten geben. Könnte wieder ein sehr gutes Wochenende werden. Zumindest lässt das erste freie Training drauf ausschließen. Bestzeit jetzt 35,3. Also, wenn man so ein Setup und ein bisschen mehr Benzinverbrauch ausmacht, fast eine Sekunde wohl. Also, Simon Letzel. Hülkenberg im Haas auf 2. Schauen wir mal, ob wir noch eine schnelle Runde fahren hinbekommen. Viel verloren. In 30,9. So, mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen was mitten wieder rausholen können, weil der Fehler war ja eine Ahnung. Passt einfach nicht.
knapp, aber wir haben immer eine Zeit bis zum rausgeholt. Falls vor uns. Ricciardo. Nein, den Sektor hatten wir dann mal schnellste Sektor, aber Gesamtzeit nicht. Passt so. Ring 2 auch durch. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Verstappen, Richter und Sergio Perez. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So. Oh, Platz 2 sogar nur. Ach, egal. Passt auch schon. So. Jetzt geht's weiter mit Training 3 gleich. So. Dann gehen wir rein, Training 3. So, dann fahren wir jetzt auf Soft. Dann fahren wir jetzt auf den roten Softreifen. Ein bisschen was. Gut, was haben wir gefahren? 35,3 oder so, ne? Ne, 34,3, so war es. 34,3 war das. Naja, komm hin. Das ist der Sektor. Klar, violett, wenn nicht viel auf der Strecke ist, ist das sowieso kein Wunder. Kann man sich Soft gleich raushauen.
So, geht's ja schon Richtung Halle. Die Strecke ist ja nicht so lang. Russell 37.1 in Williams. With that, you're now currently the fastest in this session so far. Ja, die Frage ist, ob die Reifen so lange halten. Hier werden wir mal wieder 4 Runden fahren. Wir sind jetzt nur in 3. Also danach noch eine Runde, auch wenn die Zeit nicht verbessert werden wird. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Bestzeit raus. Nee, wird nicht reichen. Erster Sektor war schlecht. So, letzte Runde für Freitag. So. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. So, wir fahren danach noch eine. Aber 3, wir sind jetzt nur eine 4. Ja, Runde 3, also. Jetzt geht's in Runde 4. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Für den Freitag. Bottas jetzt vorne. Ja, das war mit meinem Fehler jetzt gerade. Wir sind zu früh reingegangen.
So. Und dann sind wir jetzt durch. So, jetzt. Renault. Williams. Ja, warum nicht? Da sind alles fünf Fahrer dabei, die man nehmen, mit denen man nicht mehr rechnet auf den Positionen. Gut, Mercedes dabei, okay. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Gasly und Carlos Sainz Jr. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau, so ist es. Morgen wieder mit dem Quali und Sonntag noch das Rennen. Samstag wieder kein Livestream und Sonntag dafür, ja. Mit dem Rennen Monaco, Voraussetzung läuft alles. Moment. Wie denken Sie darüber? Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Genau, Aero-Paket. Sie waren im Training unheimlich schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Klasse, das war dann alles. Dankeschön. So. Dann haben wir das soweit durch. Gut. Und das Qualifying sehen wir uns dann morgen an.